hier ist mir doch scheißegal, ob du was im Mund hast. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Dishonored 2. Ihr Couch Potatoes, Potatoes. Du fängst jetzt einfach eine Folge an, obwohl ich noch was im Maul habe. Du hast immer das im Maul voll. Mhm. Stehst ja auch so drauf, dir Sachen in den Mund zu schieben. Ey, Fast and Furious fucking 5, ja? Was ist denn? Diese Überleitung. Pass auf. Woher kommt die? Genau. Ich habe halt mit einem Arbeitskollegen, ich habe mich beim Arbeitskollegen erstmal minutenlang darüber echauffiert, dass Vin Diesel in Fast and Furious 5 The Rock besiegt. Erinnerst du dich noch an den Teil? Ich meine halt, der war ja früher Wrestler, der kann gut Schauspieler, ne? Ja. Aber weißt du noch, wie Vin Diesel in diesem Film aussah? Nee, wieso? Alter, The Rock war ein einziger fucking Muskel. Und Vin Diesel sah aus, ey, wie Knuddeluft. Es gibt so ein Foto von ihm, wie er zu der Zeit aussah. Glaube ich, ist, dass es zu der Zeit ist. Ich blende einmal ein und dann denke ich mir, sieht so etwa ein Mensch aus, der fucking The Rock legt. Da musst du aber auch ein aktuelles Bild damals, also von damals halt, von The Rock daneben stellen. Weißt du, so. Alter. The Rock hat sich ist richtig buff gewesen für den Film. Und Vin Diesel so, ich bin Vin Diesel. Ich werde am meisten bezahlt bei dem Film. Ich gewinne neue alles. Neue Mission. Da habe ich mich richtig lange aufgeregt. Da habe ich zu ihm gesagt, so, ich glaube, dass es nach der Szene, wo Bruce Lee Chuck Norris besiegt, der aufwendigste Special Effect in der Filmgeschichte, dass Vin Diesel The Rock gelegt hat. Ja, hier komme ich auch nicht lang. Nirgendwo komme ich lang, ey. Soll ich zum Vorführraum, okay. Und dann, na, mein Arbeitskollege so. Was passiert aber, wenn ich den Hebel hier drücke? Er so, hä? Aber Bruce Lee würde Chuck Norris locker besiegen. Ich so, Digga, du weißt schon, dass Chuck Norris ein Meme ist, oder? Ich glaube, der hat mich getrollt. Aber ich bin mir nicht sicher. Uch! Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zerquetscht. Da hast du jetzt gutes Brett zu fressen. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Das musst du ausmachen. Ja, das ist die Energiezufuhr zur Lichtmauer, die da gerade war. Und wir versuchen diesmal nicht irgendwas in die Luft zu jagen beim Werfen, wie... Ah, shit! Oh Gott, habe ich mich ja schon gefragt. Kannst du das überlegen? Ich glaube, ich habe das Mikrofon damit wieder gekillt. Oh, weiß ich nicht. Werde ich daher mal checken. Oh, man. Ich habe mich halt ich habe das mit meinen Füßen berührt und dadurch ist es explodiert. Du hast es einfach fallen lassen. Nein, ich habe es hingelegt, hier in die Ecke und dann ist es so rumgeglitscht und dann ist es gegen die Wand gebankt und dann... Das Ding ist aber ziemlich... empfindlich, ich weiß. Ja. Was war das, ey? Nein! Ah! Wo bin ich? Oh! Bist aber nicht gefangen, oder? Nein. Oh, zum Glück. Oh. Aber ich glaube, für die anderen Teile von Fast and Furious hat er ein bisschen Masse zugelegt dann. Ich glaube, der hat es schon mitbekommen. Dass er ein bisschen buffer war. Dass er ein bisschen wobbly aussah. Aber. Und wenn es halt der Körper nicht macht, dann haben wir einfach Fast and Furious fucking 7, wo die dann... Oh, shit! Wow! Dann denke ich euch schon wieder... Jetzt können wir mal gucken, ob ich... Ich wollte spontan anfangen zu weinen, weil ich mir so ein Schuss war. Dabei hast du jetzt gar nicht meinen guten Outplay gesehen, ja? Oh, mir ist jetzt ganz schwindelig. Ich hab mich super erschrocken, der war genau um die Ecke, Alter. Oh. Oh. Hat nur gefehlt, dass da ein weißer Van steht, ja? Oh. Oh, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich hab das Gefühl, ich hab ja eigentlich nur vorgeschlagen, dass die Resident Evil 7 Demo spielen sollen. Aber eigentlich sollten wir das, glaube ich, tun, wa? Ah, oh, können wir machen. Ich glaube, dann wären wir beide ohnmächtig. Mir ist jetzt ganz warm. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Bleib ganz locker. Tief durchatmen. Ich hab mich richtig erschrocken. Heilige Scheiße. Oh. Brrr.
Da hinten ist er. Ja, aber wo war ich? Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and... ja, was Vin Diesel halt eben nicht mit seinem Buddy geschafft hat, dann wurde einfach mit Szenen im Film wettgemacht, ne? In hier Avengers 3 Style. Einfach ein Auto liften. Ja, sie mussten ja wirklich zeigen, dass er doch was. Dass er oder die Stelle, wo er auf diesem Parkdeck auf dem Boden stompt und das ganze Teil zusammenbricht unter Jason Stathams Füßen. Ja. Ich meinte auch letztes Mal, mein Kumpel, dass Fast and Furious 7 ist einfach nur ein Film, der zeigt, wie stark Vin Diesel eigentlich werden kann. Meint das nicht Unmut, als wir den Film geguckt haben? Wieso kriege ich das nicht hin, was ich machen will? Oh shit. Das Ding töte ich dich. Ich weiß. Oh, also ich komme nicht aus der Ecke raus. Yep. See ya. Ah, Jesus. Na dann, dieses Mal kannst du dich ganz beruhig, diesmal weiß ich, wo die Gegner sind. Oh. Oh, Mann. Oh. Ich meine auch nur, er kriegt die Brecheisenstange gegen den Kopf und nichts ist los, er blutet nicht mal an der Schläfe, ey. Aber wir haben ja festgestellt, ne, dass in Wahrheit, ne, das Herz von Vin Diesel sein komischer Wagen ist, weil alles mögliche... Der Motor. Der Motor, das Wagen, alles mögliche passiert und dann springt er mit dem Auto und knallt halt gegen die Wand halt und danach ist er kurze Zeit bewusstlos. Der überlebt einfach alles und kaum kriegt das Auto irgendwie Schaden, liegt er im Sterben. Oh Mann. Oh Mann, Fast and Furious 7, echt absurd. Aber schon irgendwie geil. Kann man sich geben. Liegt aber auch hauptsächlich an The Rock, ne? Der carried die Filme auch hart, so. Ich find immer... Ist hier überhaupt irgendwas? Du kannst irgendeinen Kackfilm nehmen und The Rock reinmachen und du hast fucking Blockbuster. Wie, also, wie soll ich das Ding töten? Du machst aus einem 1 von 10 Film locker einen 5 von 10 Film, nur weil The Rock drin ist. Ich spring doch einfach auf den. Hat's nicht geklappt? Hast du noch eine Granate oder was? Ich hab eine Sprengmine. Ah, ich hab explosive Bolts. Was ist eigentlich Fast and Furious 8? Wann kommt denn der? Keine Ahnung. Ich interessiere mich dafür nicht so groß. Das könnte das Ende der Inseln sein. Wie? Irgendwas stand in dem Text drin, was das Ende der Insel sein könnte. Und wir haben es nicht beachtet. Digga, Fast and Furious 8. Ich meine, 7 war schon sick. Und du denkst dir einfach nur so... Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Oh, hallo. Und... Da hätte ich durchgemusst. Das, darum geht's bei Fast and Furious. Mal gucken, wer alles in Fast and Furious 8 mit dabei ist. Jason Statham ist wieder dabei. Scott Eastwood. Kurt Russell. Scott Eastwood. Was, hat mich irgendjemand gesehen? Weiß nicht. Ist das der Song, hinter mir gesehen was? Jetzt hat hinter mich was gesehen. Hallo. Nenn mir mal einen Film. Ich muss erstmal einen Abgang machen, dann kann ich den Film nennen. Mit The Rock. Der nicht wenigstens unterhaltsam war. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Jetzt deine Frage nochmal, ich bin jetzt konzentrierter. Ja, konzentriert aufs Spiel, meinst du? Weil nein, musste ich mich konzentrieren. Die Musik wird gerade spannend. Ich vertraue dir nicht, dass du gleich noch auf irgendwelche Fragen reagieren kannst. Okay, jetzt ist die Musik weg. Nee, ja, jetzt ist sie wieder da. Nee, doch nein, nicht. Die Musik ist weg. Okay. Ich hab's nämlich... Also, nenn mir einen Film mit The Rock, der deiner Meinung nach schlecht war. Also, so schlecht, dass er noch nicht mal wenigstens unterhaltsam war. Weiß nicht, ich hab San Andreas nicht gesehen. Der soll ziemlich schlecht gewesen sein. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Fuck. Dann muss ich mir den wohl reinziehen. Ist ja der Erdbebenfilm, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Immer so. Vielleicht. Also, wenn der Film angeblich echt schlecht ist. Ich bin unter dem Labor. Was wäre, hätten sie einfach gemacht, dass The Rock die Erdbeben verursacht? Da haben wir wieder 10 von 10 Filmen. Nee, ich hätte es 10 von 10 gefunden, wenn du siehst, so wie das Erdbeben so die Erdplatten sich verschieben, weißt du? Dann siehst du, wie es aufbricht und The Rock einfach also dazwischen steht mit den Beinen und dann die beiden Bodenhälften greift und diese so zusammenhält. Dass es nicht auseinanderfällt. Ich hätte gern.
Ich hätte gerne einen Film. Los? Ich hätte gerne einen Film, wo The Rock gegen Batista kämpft, aber so in Oldschool Godzilla Style. Also so richtig schlecht, so richtig schlecht und riesig und so. Ja, wo die so groß sind und dann haben die so einfach so Fake-Stadt unter sich als Grund und dann. Wo sie alles kaputt machen. Alles so richtig langsam. Wäre schon lustig wahrscheinlich. Ach, das wäre geil. So eine ähnliche Szene gab es ja hier in Crank 2, glaube ich. Mhm. Und was ist da passiert? Da ist so eine Szene, wo Jason Statham gegen irgendeinen so random Guy, glaube ich, kämpft. Und irgendwie wechselt es dann zu so einer Ansicht, als wären sie halt so riesig und würden halt Godzilla gegen King Kong Style kämpfen. Also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, die Szene, aber es sah einfach lustig aus. Verdammt! Zweimal dasselbe gemacht. Okay, ich würde einfach sagen... Sind wir schon wieder soweit, ja? Ich halte mal das Maul jetzt und ja, das werde ich wahrscheinlich dann auch gut tun. Ja, dann. Ah, shit!